Nina und Achim Dalli leben seit 3 Jahren glücklich mit ihrem Sohn Leon im eigenen Haus. Die kleine Familie steht für das Ehepaar an erster Stelle. Besonders seit dem Tod von Achims Vater vor einem halben Jahr sind die drei noch enger zusammengerückt. Doch seit der Beerdigung herrscht eisiges Schweigen zwischen dem 32-Jährigen und seiner Mutter Magda. Umso überraschter ist der Ladenbesitzer, als die Rentnerin plötzlich vor seiner Tür steht. Hallo, mein Sohn. Meine Gurke fast verschluckt. Was treibt dich zu uns? Ich will hier einziehen. Moment mal, du willst hier einziehen? Warum das denn? Ich bin quasi obdachlos. Nach dem Tod von deinem Vater bin ich völlig überfordert gewesen. Der ganze Rentenkram, die Papiere, mein Geld war weg. Ich konnte keine Miete mehr bezahlen. Und da hat man mich rausgeworfen. Ja, aber warum hast du denn nicht mal was gesagt? Ich hatte mich ehrlich gesagt gar nicht so getraut. Dann hatte ich mich da später erkundigt. Nach dem Gesetz sind die Kinder für ihre Eltern verantwortlich. Ja, dann komm erst mal richtig rein und zieh die Jacke aus. Moment mal, also da müssen wir wirklich noch mal drüber sprechen. Und überhaupt, was ist das für ein Gesetz? Aber Oma kann doch super im Gästezimmer schlafen. Komm, ich zeig dir, wo du dann wohnst. Also ich kann es dir noch gar nicht richtig glauben, ja. Da steht plötzlich meine Mutter vor der Tür und bittet mich um Hilfe. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie sucht meine Nähe. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir dadurch wieder eine richtige Beziehung zueinander aufbauen. Sie ist meine Mutter. Und du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Sie ist praktisch obdachlos. Schatz, wir finden irgendeine andere Lösung. Mach dir keinen Kopf. Das kriegen wir hin. Ich kann sie nicht einfach auf die Straße setzen. Achims Mutter hat sich noch nie um ihn gekümmert. Geschweige denn jemals nach ihrem Enkelsohn gefragt. Und jetzt will die hier einziehen? Mann, es gibt eine Katastrophe. Nur 2 Tage später ist Nina genervt von dem Überraschungsbesuch. Nicht nur, dass die Schwiegermutter immer alles besser weiß, sie will auch überall mit dabei sein. Umso verlockender wirkt der geplante Familienausflug, den die Sekretärin alleine mit Achim und Leon verbringen will. Schnell packt die Berlinerin noch den Proviant für den Wandertag ein. Als sie jedoch in die Küche kommt, traut sie ihren Augen nicht. Dürfte ich mal erfahren, was du da machst? Na, das siehst du doch. Ich mache Achim sein Lieblingsessen, Kohlrouladen. Aber Magda, du weißt doch, dass wir gleich unseren Wanderausflug machen. Ich habe die Brote geschmiert, die Äpfel geschält. Was soll das denn jetzt? Boah, was riecht hier denn so lecker? Ach, Oma, kochst du etwa? Ja. Boah, das kann ich dir ganz genau sagen, was hier so gut riecht. Das sind die besten Kohlrouladen, die es je gab. Mensch, Mama, dass du die für uns machst, das ist ja cool. Ach, Achim, ist das noch dein Lieblingsessen? Na, das freut mich aber. Wie? Die kann man auch selber machen? Also, die sind jetzt nicht aus der Dose? Nix da aus der Dose. Wo gibt's denn sowas? Beim Papa. Wenn Mama nicht da ist, dann macht er manchmal so eine Dose auf. Denn Mama kann sowas nicht kochen. Ach, also. Können wir die jetzt schon essen? Hallo? Was ist mit unserem Wanderausflug? Ich hab doch schon alles geplant. Ach komm, Nina, lass uns den doch aufs nächste Wochenende verschieben. Die Wanderwege laufen uns doch nicht weg. Aber wir machen sonntags immer unseren Wanderausflug. Und ich habe mir solch eine Mühe mit den Vorbereitungen gemacht. Nun sei doch mal ein bisschen flexibel. Ich will euch doch nur eine Freude machen. Ich habe so viel wieder gut zu machen bei euch. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Was ist das bitte? Ich will euch einen Hund schenken. Gleich morgen früh gehe ich mit Leon ins Tierheim und dann darf er sich einen aussuchen. Jetzt wirklich, Oma, du bist echt die Beste. Ach, mein Schatz. Also ist ja echt alles sehr lieb hier. Aber das mit dem Hund... Du hast dir doch als kleiner Junge immer einen Hund gewünscht. Und ich habe immer Nein gesagt. Dann lass mir doch die Freude, dass Leon einen bekommt. Na, stopp, stopp. Ihr spielt doch wohl. Es gibt keinen Hund. Und dieses Essen da kannst du auch gleich wieder in den Müll werfen. Ach, komm, wir gehen die Kinder-Cola holen. Ach Mensch, Nina, komm, jetzt reg dich doch nicht gleich so auf. Meine Mutter will doch bloß nett sein und sich ein bisschen in den Haushalt einbringen. Ja, den Wandertag holen wir nach und das mit dem Hund kriegen wir irgendwie geregelt. Hm? Wir sind eine kleine Familie, da muss man doch mal Kompromisse machen. Kompromisse? Ich habe eine Hundeallergie. Hm? Und überhaupt könnte der Magda mal vorher mit mir bzw. mit uns drüber reden. Wir haben da schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und sie ist hier nur Gast und das sollte sie nicht vergessen. I'm friends with the monster, that's trying to pop it.
Nach dem Streit mit Achim kann sich Nina nur schwer beruhigen. Nie hätte die Sekretärin sich vorstellen können, dass ihr Ehemann ihr so in den Rücken fällt. Die 30-Jährige hat wirklich Angst, dass Magda einen Keil in die Familie treibt. Um das zu verhindern, sucht die verzweifelte Ehefrau Rat bei Anwältin Helga Nachtigall. Vor ein paar Tagen ist meine Schwiegermutter bei uns eingezogen. Ja. Und die hat irgendwas von einem Gesetz erzählt, dass Kinder für ihre Eltern aufkommen müssen. Und jetzt wollte ich mich einfach mal erkundigen, ja, was es damit auf sich hat. Ja, also sowas gibt es tatsächlich. Also es ist so, bevor also irgendwelche Ämter die Grundsicherung für ihre Schwiegermutter zahlen, werden natürlich erstmal die familiären Bedingungen geprüft und auch vor allen Dingen die finanziellen Bedingungen, die da vorhanden sind. Mhm. Und da kann es natürlich sein, dass sie ihre Schwiegermutter finanziell unterstützen müssen, also ihr Mann. Mhm. Ja, und wie hoch muss da das Einkommen sein? Also das Jahreseinkommen liegt etwa bei 100.000 Euro brutto. Und wenn er da drüber liegt oder da in dieser Richtung sich bewegt, dann kann es natürlich passieren, dass er da seine Mutter unterstützen muss. Na toll, also da liegt mein Mann auf jeden Fall bei 100.000 brutto im Jahr. Gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass Sie Ihre Schwiegermutter bei sich zu Hause aufnehmen müssen, sondern es würde ja ausreichen, dass Sie ihr diesen Grundsicherungsgeldbetrag zur Verfügung stellen und davon kann sie sich eine Wohnung mieten. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird mein Mann nicht wollen. Der ist nämlich total froh, dass seine Mutter da ist. Hm. Nein, nun ist das ja auch seine Mutter. Das müssen Sie ja vielleicht auch mal bedenken. Und ist dann nur Ihre Schwiegermutter so schlimm? Wo ist jetzt das Problem? Ja, also, wenn Sie wüssten. Also, erst will sie Leon einen Hund kaufen, ja, obwohl ich da total gegen bin. Na, und dann versperrt die stundenlang morgens das Bad, wenn ich zur Arbeit muss. Und dann meckert die auch noch ständig über mein Essen. Ja gut, ich würde vorschlagen, dass Sie sich einfach im Familienrat mal zusammensetzen und einfach mal Grenzen aufstellen oder Regeln aufstellen, wer wann das Bad nutzt und die Küche und so, solche Dinge. Das ist ja schon wichtig. Und ich denke, dann finden Sie doch irgendeine Regelung. Hm? Ja, versuchen kann ich es ja mal. Sollten Sie auf jeden Fall tun, Frau Dalli. Und wenn Sie das nächste Mal kommen und es noch mal ein Problem geben sollte mit dieser Grundsicherung, okay, dann bringen Sie bitte die Unterlagen mit, dass ich das prüfen kann. Machen wir das so? Machen wir so. Gut. Also die Anwältin hat ja recht. Magda ist nun mal Achims Mutter und da werden wir uns auch drum kümmern. Aber wenn sie bleiben will, muss sie sich an unsere Regeln halten. Da Magda nichts von Ninas Hundehaarallergie weiß, hält sie nach wie vor an ihrem Plan fest, Leon einen Hund zu schenken. Kaum hat der 10-jährige Schulschluss, geht es ins nächstgelegene Tierheim, in dem Leon auch schnell fündig wird. Magda hofft insgeheim, dass sich ihre Schwiegertochter mit dem Hund anfreunden wird. Schaff mir sofort den Hund hier wieder weg. Lisa, du solltest doch noch warten. Das hast du doch jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Sag mir, dass ihr den Hund nur für ein paar Stunden aus dem Tierheim ausgeliehen habt und gleich wieder wegbringt. Aber Achim hat doch gesagt, das geht in Ordnung. Was ist denn da für ein Problem? Ich kann dir sagen, wo das Problem ist. Ich habe eine Hundeallergie. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, dann wüsstest du auch davon. Heißt das, dass wir Lisa wieder zurückbringen müssen? Aber nein. Nina, es tut mir wahnsinnig leid. Es konnte doch keiner wissen, dass du eine Allergie hast. Vielleicht kann der Hund in den Garten. Ach, Magda, in den Garten. Es ist Winter. Der Hund kann nicht die ganze Nacht draußen bleiben. Der friert sich doch zu Tode. Ach, dann nehme ich ihn in den Arms mit in mein Zimmer. Oh ja, und Papa und ich können dann zusammen Lisa eine Hundehütte bauen. Das wäre super. Bitte, Mama. Okay, der Hund kann bleiben. Aber wenn ich jetzt jeden Tag niesen muss und mir die Augen tränen, dann war's das. Verstanden? Ja, ich hab ja gesagt, alles wird gut. Ich würde der lieben Oma am liebsten gerade den Hals umdrehen. Die hat mich echt in eine Scheißsituation gebracht. Es würde Leon das Herz brechen, wenn ich jetzt verlangen würde, dass er den Hund wieder zurück ins Tierheim bringt. Und dann bin ich wieder die Spielverderberin. Echt toll. Danke, Magda. And we're gonna let it burn, burn. Nachdem Nina noch am selben Abend mit ihrem Mann einen heftigen Streit wegen Magda hat, wendet sie sich am nächsten Morgen verzweifelt an ihre Anwältin. Sie hofft, mit Hilfe von Helga Nachtigall ihren Mann davon zu überzeugen, seine Mutter irgendwo anders unterzubringen. Denn eins weiß die 30-Jährige sicher: Magda zerstört die kleine Familie. Mensch, ich würde gerne wissen, warum ich hier bin. Was ist denn los? Was ist mit deinen Tränen? Ja, meine Allergie, weißt du doch. Ja, du warst ja schon so komisch am Telefon, aber warum gleich ein Treffen in der Anwaltskanzlei? Verstehe ich jetzt gar nicht. Weißt du, ich habe mich wirklich bemüht. Und die Frau Anwältin hat mich sogar überredet, deiner Mutter eine Chance zu geben. Und ich habe ja auch echt versucht, mit ihrem Auftauchen klarzukommen. Aber das, was sie sich da gestern geleistet hat, nee, also da ist bei mir der Ofen aus. Meine Augen tränen jeden Tag, ich muss ständig niesen und das ist deiner Mutter völlig Latte. Ja, und das heißt jetzt für dich, dass du meine Mutter auf die Straße setzt?
Mittellos? Sich selbst überlassend oder was? Das würde ich doch nicht tun, das weißt du. Also ihre Frau ist gestern zu mir gekommen, einfach um zu versuchen, dass wir einen gemeinsamen Standpunkt finden, um ihrer Mutter zu helfen. Ja, genau. Und deshalb haben Frau Nachtigall und ich uns mal die Finanzen angeschaut und haben sogar gesehen, dass wir uns es tatsächlich leisten können, deiner Mutter ein kleines Apartment zu finanzieren. Das kann doch auch bei uns in der Nähe sein. Weißt du, ich finde es absolute Frechheit, dass du hier eine Anwältin einschaltest und das in einer Situation, wo ich endlich mal mit meiner Mutter ein normales Familienleben vielleicht aufbauen könnte, ja? Sie bleibt und du musst akzeptieren, dass sie jetzt zu meiner Familie gehört. Ich bin auch deine Familie und ich war all die Jahre für dich da, nicht deine Mutter. Ihr warst mir doch scheißegal. Ja, aber jetzt hat sie sich halt nun mal geändert. Ja, du siehst doch selber, dass sie sich in die Familie einbringen will. Sie will dir helfen in der Küche, sie will dem Leon eine gute Oma sein. Bitte vermies mir das nicht. Also, so kommen wir, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Die Kommunikation in ihrer Familie scheint ja offensichtlich nur völlig daneben zu sein. Na ja, gut. Nina, versteh mich doch. Guck mal, ich will mit meiner Mutter einfach versuchen, wieder ins Reine zu kommen, ja? Dass wir ein normales Familienleben miteinander aufbauen. Merkst du eigentlich, dass es hier die ganze Zeit nur um dich und deine Mutter geht? Wo bleib ich denn hier in diesem Spiel? Ich war all die Jahre für dich da und ich habe deine Loyalität verdient, nicht sie! Frau Nachtigall, es tut mir leid, aber ich glaube, ihre ganzen Bemühungen waren umsonst. Schade. Denke ich auch. Tschüss. Ich kann das Verhalten von Herrn Dalli so überhaupt nicht nachvollziehen. Also wie das aussieht, setzt er jetzt gerade seine Ehe aufs Spiel. Auch am nächsten Tag hängt der Haussegen bei Familie Dalli schief. Das Ehepaar hat seit dem Streit in der Anwaltskanzlei kein Wort mehr miteinander geredet. Nina ist wütend auf Achim, da er überhaupt kein Verständnis für ihre Situation zeigt. Das alles zerrt an ihren Nerven. Als sie am Nachmittag mit Leon nach Hause kommt, will sie eigentlich nur noch ihre Ruhe. Räum bitte deine Sachen aus und bring sie ins Bad. Och, Mann, oh Mama. Ja, Mensch, Leo, die schimmeln doch wieder. Och, ey. Das ist immer das Gleiche mit dir. Die Tür ist verschlossen. Ja, das ist... Wer sind Sie? Was wollen Sie hier in meinem Haus? Junge Frau, ganz ruhig. Ich bin kein Einbrecher. Magda, komm doch mal runter und klär doch mal die junge Frau auf hier. Leon, geh sofort in dein Zimmer und schließ die Tür. Aber Mama, will Sportsachen. Geh bitte. Ach, wie ich sehe, habt ihr euch ja schon kennengelernt. Kennengelernt? Hallo, wer ist dieser fremde Mann? Und was macht er hier in meinem Flur? Und das auch noch halbnackt? Holger ist doch kein Fremder. Es ist mein Freund, der wird jetzt auch hier einziehen. Entschuldigung, gib mir mich erst mal was anzieht. Holger Steiner ist mein Name. Naja, gut, denke ich erst mal. Hör mal, sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht irgendwelche x-beliebigen Männer hier anschleppen. Nina. Das ist immer noch mein Haus. Und du bist hier nur Gast. Und langsam möchte ich auch, dass du dich anfängst, so zu benehmen. Ich will, dass Holger mein Haus verlässt. Nina, habe ich nicht auch ein Recht auf ein Privatleben? Achim will doch, dass ich mich hier wohlfühle. Ja, entschuldige mal bitte. Damit hat Achim aber bestimmt nicht gemeint, dass du dich mit deinem Lover hier auf dem Flur amüsierst. Und das auch noch vor Leons Augen. Holger ist doch nicht mein Lover. Holger ist mein Freund. Und er soll doch die Familie kennenlernen. Und deshalb zieht er auch hier ein. Oh, das ist doch echt der Gipfel. Die hat sie doch nicht mehr alle. Die glaubt wohl, die kann sie alles erlauben. Und Achim wird wahrscheinlich auch noch Beifall klatschen. Nee, nicht mit mir. Direkt nach dem unerfreulichen Zusammenstoß mit Magdas Freund Holger alarmiert die 30-Jährige aufgebracht ihre Anwältin. Nina ist nicht mehr bereit, das unmögliche Verhalten ihrer Schwiegermutter einfach so hinzunehmen. Rechtsanwältin Nachtigall nimmt sich in der Mittagspause Zeit für ihre Mandantin und hat auch schnell eine Idee, wie man Magda aufhalten kann. Aber sagen Sie mal, Sie wussten davon gar nichts und... Ich wusste davon gar nichts. Und Ihr Mann auch nicht? Ich glaube nicht. Reden Sie nicht miteinander? Ja, Achim und ich, wir reden in letzter Zeit wirklich nicht mehr viel miteinander. Das stimmt schon. Das ist ja nun nicht toll. Also juristisch gesehen ist es so, dass natürlich Ihre Schwiegermutter nicht einfach irgendeinen wildfremden Mann, also für Sie jetzt, bei Ihnen in Ihrer Wohnung einquartieren kann. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Und den können Sie ohne weiteres vor die Tür setzen, Ihr Mann und Sie.
Also, um das klarzustellen, ich muss also niemanden bei uns zu Hause dulden, nur weil meine Schwiegermutter das so will? Nein. Ihr Mann und Sie können ihn tatsächlich vor die Tür setzen. Oh, das würde ich am liebsten sofort tun. Naja, dann tun wir das sofort. Müssen wir bloß mal rauskriegen, ob Ihr Mann das nicht vielleicht gestattet hat. Das wäre natürlich noch ein Hindernis daran. Aber dann, ansonsten, könnten wir gerne zu Ihnen nach Hause fahren und das mal dort klären. Und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Das würden Sie tun? Ja, klar. Stärke mich doch hier gerade. Nach der Stärkung wollen Rechtsanwältin Helga Nachtigall und Nina ihr Vorhaben direkt in die Tat umsetzen und endlich für klare Verhältnisse sorgen. Doch als sie bei den Dallis zu Hause ankommen, trifft die Sekretärin fast der Schlag. Ihre Schwiegermutter hat Leon einfach alleine bei Holger gelassen. Wo ist Magda? Warum ist sie nicht da? Hallo erstmal. Magda ist bloß mal kurz raushängen. Die kommt gleich wieder. Wie? Und da lässt sie Leon einfach alleine hier? Ich war doch gar nicht alleine. Holger ist da und passt auf mich auf. Ja, und dann schmieren wir uns gerade ein kleines Armbrot. Wir haben beide Hunger. Mit Erdnussbutter? Leon ist allergisch gegen Erdnüsse. Schatz, gehst du bitte auf mein Zimmer und machst die Hausaufgaben? Was ist denn hier los? Ist was passiert? Ja, noch nicht. Was los ist? Ich will, dass dieser Typ hier aus meinem Haus verschwindet. Ist das klar? Und wenn du mir wieder mit irgendwelchen Gesetzestexten kommst, steht hier meine Anwältin. Die wird dir jetzt mal ganz genau die Sachlage erklären. Entschuldigung, ich stelle mich vielleicht erst mal vor. Ich bin Rechtsanwältin Nachtigall und ich vertrete Ihre Schwiegertochter. Ja. Aber ich bin heute eigentlich wegen Herrn Steiner hier. Herr Steiner, wenn die Familie Dalli Ihnen nicht gestattet hat, hier in diesem Haus zu wohnen, dann muss ich Sie herzlich bitten, Ihre Sachen zu packen und das Haus zu verlassen. Und zwar sofort! Also ich möchte hier mal was klarstellen. Ich bin nur gekommen eigentlich mal ein paar Tage, um Magda zu sehen, wie sie wohnt, ob es ihr gut geht und so weiter. Und dann wäre ich auch wieder ein paar Tage verschwunden. Das ist Ihre Entscheidung, Frau Dalli. Also, naja, also ich, wenn es wirklich nur kurzer Aufenthalt ist, also ich dachte, der wollte ja einziehen. Nee, also, aber keine Erdnussbutter mehr und der Hund verschwindet aus meiner Küche. Also Holger sollte doch erstmal die Familie kennenlernen. Darauf kam es mir doch an. Wir kennen uns seit 33 Jahren. Und es wäre doch wichtig, dass er zu Achim eine nettere Beziehung und zu dir aufbaut. Wenn ich jetzt hier nicht weiter gebraucht werde, und das sieht ja so aus, dann gehe ich jetzt und Sie rufen mich an, wenn irgendwas ist. Ne? Das mache ich. Bringen Sie mich noch raus? Ich zeige dir ja? Die Tür. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist schon wirklich merkwürdig, warum die Oma Dalli hier so viel Wert darauf legt, dass eine Harmonie zwischen Holger und Achim hergestellt wird. Oder auch noch mit Gewalt versucht, dass dieser Holger in der Familie akzeptiert und vielleicht sogar noch geliebt wird. Sie wird zwar ihre Gründe dafür haben, aber die kennen wir bisher noch nicht. Als Achim Holger am Abend kennenlernt, heißt er ihn willkommen. Das passt Nina überhaupt nicht und zwischen dem Paar droht erneut ein heftiger Streit. Auch Magda bemerkt die angespannte Stimmung und fühlt sich dafür verantwortlich. Um die Wogen zu glätten, will sie alle am nächsten Tag zum Bowlen einladen. Die Männer sind begeistert. Ach, mach dir doch keinen Kopf. Es ist doch nur ein Spiel. Mann, nur ein Spiel. Ich mache mich hier gerade richtig voll zum Trottel. Ach, du machst dich doch nicht zum Trottel. Du hast nur Pech. Mann, der haut jeden Ding nach dem anderen drin und ich treffe noch nicht mal die Bahn. Achim kann das auch nicht. Er hat nur Glück. Ey, sag mal, was höre ich da? Warum wundert mich das nicht? Weißt du, mein ganzes Leben lang, egal was ich gemacht habe, nichts war gut genug für dich. Aber Achim, das stimmt doch Natürlich nicht. Stimmt das. Und geliebt hast du mich auch nie. Das hast du mir nämlich mein Leben lang vermittelt. Du kommst doch jetzt hier auch nur her, um schön mich auszunutzen, damit ihr beide ein schönes Liebesnest habt. Lass mich in Ruhe. Also ich glaube, dass Nina die ganze Zeit recht hatte, ja? Meine Mutter ist immer noch dieselbe egoistische Frau wie früher, die hat sich kein Deut geändert, ja? Und ich, Trottel, denke auch noch, dass ich mit ihr wieder eine anständige Beziehung aufbauen kann. Dabei will die doch bloß bei mir umsonst wohnen. Nach dem Streit mit Magda ist der Ladenbesitzer am Boden zerstört. Wieder einmal hat ihn seine Mutter enttäuscht. Und dabei hatte Achim sich so sehr gewünscht, ihr wieder näher zu kommen. Die Gedanken daran lassen ihn nicht schlafen und so irrt der 32-Jährige nachts im Haus herum. Was machst du denn jetzt hier? Ich suche auch ein Schlafmittel. Ja, hier ist keins drin. Also ein Glas Wasser. Ich mach uns eine heiße Milch mit Honig. Was hältst du denn davon? Echt? Das machst du? So, das hast du ja früher nicht gemacht. Doch, das mache ich. Warte mal, hier ist ein Topf. Upsala. Ein bisschen schlaftrunken. Ich habe früher so manches nicht für dich gemacht. Hier ist die Milch.
Weißt du, was mir auch mal wichtig gewesen wäre? Wenn du mir einfach mal irgendwie gezeigt hättest, dass du stolz auf mich bist. In irgendeiner Form oder einfach mal gesagt hättest. Achim, ich bin stolz auf dich, wenn ich deine ganzen Pokale sehe in deinem Zimmer. Ja, aber warum hast du mich denn nicht einmal gelobt? Ja, zum Beispiel beim Bowlen heute hast du mich eher klein gemacht gegenüber dem Holger. Ach, weil du ja immer der Sieger bist und Holger hätte es heute auch mal nötig gehabt. Ich weiß, dass ich alles falsch gemacht habe. Du wirst sehen, ich werde mich ändern. Aber... Na, warten wir mal noch ein bisschen ab, wa? Wenn ich dir da vertrauen kann. Aber wie gesagt, versprechen kann ich dir nichts. Ach, Achim. Was ist jetzt eigentlich mit Holger? Wie lange soll der noch bei uns rumgammeln? Weißt du, Holger gehört jetzt auch, ist ein Teil von meinem Leben. Und der ist eigentlich ein sehr wunderbarer Mensch. Ich würde mich freuen, wenn er noch ein bisschen bleiben könnte. Bitte. Auf das alles besser wird, okay? Kann er noch ein paar Tage bleiben. Danke, Achim. Ist okay, Mama. Geh wieder schlafen. Also ich bin jetzt schon erleichtert, ja? Dass ich jetzt endlich weiß, wie meine Mutter eigentlich wirklich über mich denkt. Weil, ist komisch, aber all die Jahre bin ich mir wirklich sicher gewesen, dass nichts gut genug ist, was ich tue für sie. Ja? Vielleicht wird's jetzt besser. Nach dem Gespräch mit seiner Mutter glaubt Achim fest daran, dass sie endlich ein richtiges Mutter-Sohn-Verhältnis aufbauen können. Nur Nina fällt es schwer, an Magdas plötzliche Einsicht zu glauben. Und dass Holger immer noch keine Anstalten macht, das Haus zu verlassen, bestärkt sie nur in ihrer Skepsis. Darf ich erfahren, was Sie da machen? Suchen Sie was Bestimmtes? Nein. Hab jetzt bloß ein Radiergummi gesucht. Ach. Und dafür müssen Sie in den privaten Unterlagen meines Mannes rumschnüffeln? Ich wollte nicht rumschnüffeln, wirklich nicht. Ich wollte nur mich ein bisschen nützlich machen. Hey, ist klar, das glaube ich Ihnen sofort. Es ist doch so, seit einigen Tagen ist die Luft ja noch merklich dicker geworden. Und nun habe ich das Chaos hier bemerkt und Pa wollte einfach Achim helfen, um ihm Freude zu machen, damit das hier ein bisschen ordentlicher ist. Ich habe keine Ahnung, was Sie hier suchen. Aber Geld oder Ähnliches werden Sie hier nicht finden. Und damit eins klar ist, dieses Arbeitszimmer und diese Unterlagen sind für Sie tabu. Und jetzt raus hier! Ja, ist ja gut, ich wollte mich ja nur nützlich machen. Sie können sich nützlich machen, indem Sie hier verschwinden. Und bis dahin haben Sie sich nur in Magdas Zimmer, im Wohnzimmer, in der Küche und im Bad aufzuhalten. Und alle anderen Zimmer sind für Sie tabu. War das deutlich genug? Sie können auch langsam schon mal anfangen, Ihre Sachen zu packen. Denn meine Gastfreundschaft hat nämlich seit genau einer Minute auch Ihre Grenzen erreicht. Aber Achim hat gesagt, ich kann gerne länger bleiben. Was hat der? Hat gesagt, ich kann gerne länger bleiben und das Angebot habe ich gerne angenommen. Das ist doch echt der Gipfel. Halten die mich ja eigentlich alle für blöde oder was? Der hat doch eindeutig was im Arbeitszimmer gesucht. Also langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass Holger mit Magda unter einer Decke steckt und die nur nach dem Weg suchen, uns auszunehmen. Und Achim, dem werde ich auch noch die Augen öffnen.